Los, moderier mal an. Das ist dein Ding, ich bin nur dein Gast. Sag mal, oder sag mal Hallo oder so. Wie, sag mal Hallo? Ich komm noch rein und sag Moin Moin. Nein! Okay. Lass uns doch mal anfangen, du hast auch gesagt, das ist ein God of War Klon. Ja, auf jeden Fall. In jeder Hinsicht. Also, das ist ja irgendwie immer das Unoriginellste, wenn man jemanden auf Dantes Inferno anspricht, wird als Reaktion immer kommen, ja, God of War Klon. Also ist nicht sehr originell, das zu sagen, aber es ist auch original ein God of War Klon. Also wirklich, das ist nicht nur inspiriert von God of War, das ist wirklich ein Klon. Wie der sich bewegt, wie die Levels aufgebaut sind, die Bewegung. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe kein einziges wirkliches frisches Gameplay-Element in Dantes Inferno gefunden. Also da war nichts, was ich nicht in irgendeiner Form schon mal gesehen hätte, nämlich bei God of War. Ich habe jetzt God of War eigentlich auch nicht im Kopf. Ich habe nur den ersten Teil gespielt, den zweiten nicht. Was? Ja. Du hast God of War 2 nicht gespielt? Nee, ich... Echt nicht? Alter. Okay, ich sag mal so, was mir aufgefallen ist, Quicktime-Events sind drin. Quicktime-Events sind drin? Brauche ich jetzt nicht, weil die sind einfach nur... Also bei God of War sehe ich es einmal so, die haben das damals für die PS2 so gemacht, da hat jeder gesagt, boah, das sieht hammergeil aus. Ja. Und dafür verantwortlich war unter anderem die feste Kamera, damit die PS2 das schafft darzustellen. Ja. Und eben die Quicktimes, sieht schön eporal und pompös aus, wenn Kratos irgendwie sich ein Monster hochschwingt und irgendwie die Klingen in die Fresse. Ja, war der Wahnsinn. Was mich jetzt speziell an den Quicktime-Events stört, ist, die fühlen sich, Achtung Anglizismus, disconnected from the action. Okay, ja. Ne? Ich meine, da kommt halt irgendeine Bewegung und du musst irgendeine Taste dazu drücken. Aber dass das jetzt mit System gemacht wurde, das fühlt sich für mich nicht so an. Da wird halt mal Quadrat, Dreieck und Kreis eingeblendet und ja, dann passiert was. Also. Ja, ohnehin, also gerade mit diesen Quicktime-Sachen, also ich finde auch, vor ein paar Jahren war das noch neu und frisch. Also ich meine, Shenmue hat es ja auch schon gemacht, das war ja nicht wirklich frisch, aber durch God of War kam das... In so einem Kampfspiel in der Form hast du es ja noch nicht gesehen, dass du auf einmal schnell irgendwas drücken musstest, damit er zu so einem alles vernichtenden Supermove ansetzt. Das war geil. Das war so, oh, cool. Und dann hast du diese Befriedigung gehabt, den dicken Bossfight mit so einer Aktion gewonnen zu haben. Mittlerweile ist das allerdings völlig ausgelutscht, finde ich, total tot. Mich nervt es eigentlich nur. Also mittlerweile finde ich es überhaupt nicht mehr spannend und originell und innovativ, sondern eher billig. Ja, genau, billig. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, dass es drin ist. Stört auch nicht, aber es ist halt nichts, was mich kickt und es befriedigt auch nicht irgendwie, wenn da steht, drück R2, um jetzt das Vieh zu erklimmen, dann genau. Macht keinen Bock. Das hat man alles schon mal gesehen und schon 20 Mal gemacht und ja, wie du sagst, das ist nicht schlimm. Irgendwie auf so eine gewisse Art und Weise erwartet man das ja auch so ein bisschen. Du bist ja echt darauf konditioniert, bei so einem Spiel am Ende dann schnell X zu drücken oder halt R2 oder so. Aber dass sie dieser Erwartung auch wirklich wie im Lehrbuch so entsprechen und auch nicht mal eine Sekunde probieren, da irgendwie neue Impulse reinzubringen und diese ganze Idee der Quicktime-Events mal ein bisschen weiterzuentwickeln, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Dann, ich weiß nicht, das fandst du vielleicht nicht schlimm, aber dann gibt es ja noch die feste Kamera. Also du hast jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, die Kamera um den Charakter rumzuschwenken und da hinzuschauen, wo du willst, sondern die Kamera bestimmt halt, wo sie hinschaut und das ist alles vorgegeben. Das finde ich jetzt aus dem Grund nicht so toll, weil A ist die Kamera weit weg von der Action. Du siehst zwar viel von der cool gestalteten Umgebung, aber eben, es ist ja auch ein Kampfspiel. Und wenn dann halt Dante mal auf einem riesen Bildschirm 2-3 Millimeter groß ist, dann sehe ich nur Geblitze. Weißt du, ich sehe nicht wirklich, was da abgeht. Es gibt ja auch Szenen, da macht das ja dramaturgisch auch total Sinn. Also zum Beispiel diese eine Szene, wo sich die Kamera eine Minute lang, also ewig lang zurückzieht und Dante auf dieser Brücke wird immer kleiner und immer kleiner. Ja, das ist geil. Aber da macht es auch völlig Sinn, da finde ich es auch geil. Ja. Ich muss sowieso sagen, die Kamera, die hat mich jetzt gar nicht so gestört. Nee. Also ja, manchmal hat man schon ein bisschen wenig Übersicht, aber meistens ist ja so, wenn du Übersicht haben musst, um irgendwie von einer Klippe zur anderen zu springen oder einen Kampf zu gewinnen, hast du sie ja meistens schon. Also, geht so. Das ist so ein Punkt, das verzeihe ich Spielen, ja. Aber trotzdem will ich das Thema noch nicht abschließen, weil du auch gesagt hast, darüber müssen wir reden. Wenn man Übersicht braucht, hat man die, habe ich auch oft nicht gehabt, weil ich mir kommt so vor, ich versuche es mal leinhaft zu beschreiben, die Kamera ist sau weit weg und zoomt ran und dadurch entsteht irgendwie ein falsches Verhältnis zu den Abständen und Perspektiven. Also jedenfalls kann ich das schwer nachvollziehen, wie weit das Plattform auseinander sind. Okay, also du meinst jetzt aber bei Sprungeinlagen und jetzt nicht hauptsächlich. Okay. Kennst du die Stelle, wo im Höllenkreis der Gier, glaube ich. Und da gibt es eine Passage, wo du auf Zahnräder springen musst. Oh ja, ja, dann. So, und jetzt im linken Bildschirm ist irgendwo so eine verlorene Seele, die du entweder bestrafen oder erlösen kannst.
Ja. Und da musst du aber dann über die Zahnräder, über so ein anderes springen und dann nochmal um die Ecke, um so ein vertikal laufendes Zahnrad. Ey, ich hab's 10-mal nicht hinbekommen, weil ich die Abstände nicht abschätzen konnte. Stimmt, ich muss zugeben, ich revidiere das ein bisschen. Also bei Kämpfen hat es mich nicht so genervt mit der Kamera. Aber du hast recht, bei Sprungpassagen. Es gab auch dieses eine Rätsel, da dreht sich so an der Decke so ein gigantisches Sägeblatt. Und du musst dich... Da, du meinst eher dieser Schaber, der die Seelen von der Wand abschabt. Ja, genau, dieser Quatsch. Und das war auch so eine Sache, da bin ich, glaube ich, auch bestimmt 5-mal daneben gesprungen, bis ich endlich mal mich an diesem scheiß Ding da festhalten konnte. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für die Sachen, die mir bei Dantes Inferno nicht gefallen, dass die einfach nicht genug Feinschliff in Sachen gesteckt haben, die man mittlerweile wirklich besser machen kann. Also mittlerweile reicht es einfach nicht mehr, diese Features zusammenzupacken, weil man das ja halt so macht. Und dann am Ende einfach zu sagen, so, ja, haben wir nicht groß verbessert, weil, ach Gott, bei God of War vor 5 Jahren war es ja genauso. Also warum sollten wir jetzt da noch mehr Effort reinstecken? Das hat mich ein bisschen bei Dantes Inferno gestört und deswegen bin ich auch am Ende eher enttäuscht als begeistert von dem Spiel. Mhm. Was absurd ist. Du bist voll weit aus dem Bild raus. Feinschliff. Ja, wo ist mir das noch aufgefallen? Sehe ich nämlich eigentlich auch so. Ach ja, komm, die Rätsel. Oh, das ist auch schwer. Es gibt bestimmt Leute, die erwarten von so einem Spiel, dass da auch mal ein paar Rätsel drin sind, sodass du nicht immer nur kloppen musst. Allerdings scheint mir das auch so, dass das von God of War übernommen wurde, weil es das eben auch schon so gemacht hat. Und die Rätsel fand ich jetzt auch alle nicht wirklich schlecht. Die waren irgendwie abwechslungsreich und kreativ, aber ich habe oft davor gestanden und habe mich gefragt, was muss ich jetzt machen? Ja, und, das stimmt. Also A, was muss ich jetzt machen? Die waren für mich wenig selbsterklärend, trotz meines Spiele-Backgrounds, wo man ja bei irgendeinem Setting schon erkennt, ah, das muss ich machen, war ja da nicht so. Habe ich oftmals nicht gewusst. Und die sind voll träge auszuführen. Du musst immer irgendwas schieben oder was langsam drehen und dann nach dem 5. oder 10. Mal denke ich mir auch, kann man das nicht ein bisschen bequemer und komfortabler machen. War denn da noch? Also, dann, weißt du, wo ich voll lang hing? Ich weiß nicht, ob du da warst. Es war eine Passage. Ich war überall. Achso, es war eine Passage. Achso. Ich muss meinen Gedanken fassen. Ja. Wo du so eine goldene Statue in die Höhe hielst. Ja. Alter. Ey, wie ich überhaupt nicht gerafft habe, was ich da machen muss. Da war zwar eine Kiste, wusste aber nicht, wo ich die hinschieben soll. Genau, du kommst in einen Raum, da ist eine riesige goldene Statue. Von links oben fällt ein Lichtschein rein und rechts ist eine Kiste. So, und jetzt mach mal irgendwas. Genau, jetzt mach mal irgendwas. Keiner sagt mir was. Das Dumme war ja auch, Sachen sein. Wenn du dann immer den Schalter betätigt hast, der Kessel ist umgekippt, hat... Was ist das denn für ein Zusammenhang? Der Kessel kippt um. Es läuft Lava oder flüssiges Metall irgendwas lang, dann geht die Statue kurz hoch und die Kamera schwenkt über die Statue zu einer Tür. Was sagt mir das? Das sagt mir nur, dass ich zu dieser Tür muss, aber keiner sagt mir verdammt nochmal wie. Ich habe dann echt einen Markus angerufen, weil der wusste, wie es geht und hat gemeint, ich wäre ein Noob, dass ich das nicht rauskriege, aber ich habe da die Kiste hin und her geschoben. Bist du? Ich hab's natürlich, als krasser Profi bin ich selbst drauf gekommen. Nein, aber das ist genau das, du hast schon recht, das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast, dass die Rätsel... Bevor ich's vergesse. Jetzt kommt's. Aber ey, was auch richtig kacke war, du bist auf diesem Tier im Höllenkreis der Gier. War auch nicht cool. Nee. Du bist auf diesem Monster, auf diesem riesen Höllenteufel und kletterst die Wand entlang und dann bist du da bei der Statue von Plutus. So, und dann fährt die Statue immer runter und nimmt eine Kiste mit hoch. Und du musst mit deinem Teufeltier die Kiste rausziehen, auf die andere Seite gehen, auf den Schalter schieben, der nicht im Bild ist, weil die Kamera fix ist. Dann fährt die Statue wieder runter und in der Zeit musst du ganz schnell über die Wand wieder hochklettern und über die Statue springen. Ey, wie oft habe ich das probiert, weil ich zu blöd war, das alles ordentlich auf die Reihe zu kriegen. Genau, und es war nicht geil. Genau, das ist der Hauptkritikpunkt. Es macht einfach keinen Spaß. Es ist nicht, dass sie ein bisschen knifflig sind oder dass man erstmal eine Minute überlegen muss, was man machen muss. Das ist nicht so das Ding. Also Rätsel sind ja nun mal Rätsel. Ich will auch ein bisschen gekitzelt und herausgefordert werden. Aber selbst wenn ich weiß, was ich machen muss, macht es keinen Spaß, das zu machen. Ja. Also allein der Weg bis zur Lösung, genau was du nämlich auch am Anfang gesagt hast, dafür sind die Rätsel nicht selbsterklärend genug, als dass man da wirklich schön durchgeführt wird, weißt du? Lass uns nochmal aufs Kampfsystem zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, findest du sowas wichtig oder ist dir das scheißegal? Weil du spielst ja auch das Kampfsystem, weil du spielst ja auch Bayonetta und jetzt kennst du auch God of War. Fehlt dir da was bei Dantes Inferno oder ist es eher so ein Aspekt, wo du sagst, ja, pff.
Nö, also das Kampfsystem ist schon extrem wichtig. Also dadurch, dass es bei Dantes Inferno von diesen halbgaren Rätseln mal abgesehen, gibt es ja eigentlich nicht viel mehr als die Kämpfe, oder zumindest liegt da deutlich der Fokus drauf. Ja. Von daher ist es schon extrem wichtig. Aber ich finde, das ist so ein Punkt, da macht Dantes Inferno nicht viel verkehrt. Also das Kampfsystem finde ich extrem wichtig. Wobei, für mich sind sie auch ein bisschen in die Falle getappt, dass du deine Bewegung aufpowern kannst. Du kannst 1000 Updates kaufen, aber im Prinzip, auch am Ende reicht es, wenn du Button mashst wie blöd. Genau, so, das ist nämlich auch mein Punkt. Es wirkt alles wenig durchdacht und irgendwie aufgesetzt. Zum Beispiel jetzt das Skillsystem. Da haben sie sich einfallen lassen, dass man eben den heiligen oder den unheiligen Weg beschreiten kann. Je nachdem, ob man jetzt seine Feinde oder die Sünder in der Hölle bestraft oder erlöst. So. Je nachdem, was du machst, kriegst du für die beiden Bäume Skillpunkte und kannst die Skills freischalten. Was ja eigentlich schon eine nette Idee ist. Es ist eine nette Idee, aber kann man da nicht. Das ist doch völlig. Ist doch so, ne? Es Nee, weil ich ist. meine, das hat ja gar keinen Sinn. Die Nö. könnten genauso gut einen Skillbaum machen, lassen das ganze Bestrafungs- und Erlösungssystem weg und am Ende kriegen wir genau dasselbe. Es gibt überhaupt keinen Grund, das zu machen. Das ist einfach nur eine Maske, um ein Feature als Innovation zu verkaufen, die eigentlich gar keine ist. Du spielst ja jetzt auch gerade Bayonetta und das hat ja ganz geile Nein, ich hab's Features. durchgespielt jetzt. Ah, ich auch. Super, ey. Da gibt es ja so geile Features wie zum Beispiel die Witch Time mit dem Ausweichen und so. Das sind ja, Don't fuck das sind ja alles so kleine Sachen, die das Ganze irgendwie, keine Ahnung, das motiviert dich einfach, das befriedigt, während man das spielt. Ja, Und das sind absolut. auch Dinge, die bei Dantes Inferno fehlen. Weil Ja. ich mag es zum Beispiel jetzt am Anfang, wenn ich so ein Spiel spiele, hämmer ich auch nur auf eine Taste. Irgendwann wird mir das Hämmern aber langweilig und dann will ich ein bisschen mehr haben. So, Spiele wie jetzt Ninja Gaiden oder Bayonetta spornen mich an, indem sie mir besonders starke Gegner vor die Nase setzen, eben auch diese ganzen Fähigkeiten auszuschöpfen. Und das macht Dantes Inferno so gut wie gar nicht. Nö. Also ich renne hin, mache halt meine zwei Kombos. Das ist ja auch das Dumme, dass man einfach nur. Es gibt. Mit Quadrat macht man eben die leichte Kombo, mit Dreieck die schwere Kombo und die kann man dann noch verzahnen und dann ist es im Ja, Großen und Ganzen. genau. Ab und zu musst du da mal ausweichen. Genau, und alles andere, was du dir dann über diesen Skillbaum kaufst, das brauchst du eigentlich nicht wirklich. Da gibt es ein paar Moves, die sind ganz nett, aber grundsätzlich brauchst du das nie. Es reicht, wenn du weißt, wo der Block ist, wenn du weißt, wie du ausweichst, was finde ich auch nicht so geil ist, weil es auf dem rechten Stick liegt. Und es Stimmt. reicht, wenn du halt deine Kombos abfeuerst. Und somit metzelt man dann sich halt eher durch, ohne jetzt. Naja, es spornt einen einfach nicht an, kreativ zu spielen. So, jetzt haben wir eigentlich das Spiel fast ganz schön verrissen. Hat es das verdient? Nein. Gute Frage. Ich glaube, da muss sich jeder fragen, was er erwartet. Es ist ja, echt kein Geheimnis, und wir haben es ja irgendwie auch schon jetzt 524 Mal gesagt. Das Spiel ist ein God of War-Klon. Und zwar von vorne bis hinten, da sind keine Überraschungen. What you see is what you get. Und wenn man sich dessen aber bewusst ist und einfach Bock auf einen God of War-Klon hat und auch gar nicht viel mehr davon erwartet, dann kann ich das schon empfehlen. Es ist ja kein schlechtes Spiel. Und das haben wir auch schon gesagt, es macht ja nichts wirklich gravierend falsch. Und wenn man echt in den Laden geht und sich das Spiel aus dem Regal nimmt, weil man einfach nochmal God of War zocken will, diesmal in der Hölle und mit einem anderen Hauptcharakter, dann macht man damit nicht viel falsch. Allerdings habe ich mir persönlich einfach ein bisschen mehr davon erwartet, Ich auch, ja. eben weil vor kurzem ein Spiel wie Bayonetta rausgekommen ist und weil demnächst auch God of War 3 rauskommt. Und da habe ich schon gedacht, dass sie mit noch ein, zwei Überraschungen um die Ecke kommen und eben nicht einfach nur God of War 2 und 3 überbrücken mit ihrem eigenen Spielchen. Würde ich nicht uneingeschränkt empfehlen, ist nicht komplett schlecht, aber ich habe hohe Erwartungen gehabt und bin relativ enttäuscht worden, muss ich sagen. Kann ich, ja, Punkt. Tschüss. Tschüss.